An der Autobahn A3 direkt am Kreuz Fürth-Erlangen ist alles vorbereitet. Die knapp 75 Meter lange Stabbogenbrücke ist vormontiert und liegt nun auf einem speziellen Tieflader mit 80 Rädern. Zentimeter um Zentimeter wird der 650 Tonnen schwere Koloss mit Hilfe von Stahlseilen an die erste Stütze herangezogen. Mitarbeiter der Fachfirma bereiten die Gleitflächen vor, sodass sich die Konstruktion mit möglichst wenig Widerstand bewegen lässt. Nebenan, auf der zweigleisigen Bestandsstrecke, geht der ICE-Verkehr ungehindert weiter. Die neue Brücke gehört zum Projekt VDE 8, der Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Berlin. In diesem Bereich bei Erlangen wird die Trasse viergleisig ausgebaut. Die Stabbogenbrücke überquert das neue, um zwei Spuren erweiterte Autobahnkreuz Fürth-Erlangen. Präzisionsarbeit. Millimetergenau nähert sich die Konstruktion dem Auflagepunkt. Immer wieder vergewissern sich die Verschubexperten, dass die Lage der Brücke stimmt, dass alle Planungen exakt eingehalten werden. Dann wandert sie im Zeitraffer dargestellt auf ihrer ersten Etappe in Richtung Autobahn, gezogen von einer starken Hydraulik. Alles läuft nach Plan. Rund 10 Meter pro Stunde kommt die Brücke voran. Für viele Anwohner und Interessierte ein besonderes Schauspiel. Der nächste Hilfspfeiler ist erreicht. Jetzt steht der spannendste Part bevor. Nur zweimal ist die Autobahn für 10 Minuten gesperrt worden, um die Stahlseile, mit denen die Brücke gezogen wird, an- und abzumontieren. Der Zeitraffer zeigt, wie der Stahlkoloss über die Autobahn wandert. Darunter geht der Verkehr auf einer der meistbefahrenen deutschen Autobahnen weiter. Lediglich das Tempo ist auf 60 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Die letzte Etappe der Brückenwanderung wieder im Zeitraffer. Die 650 Tonnen haben nach 2 Tagen ihre Endposition erreicht. Die gleiche Verschubaktion wird es noch einmal geben, wenn die neuen Gleise in Betrieb sind. Dann wird die Betonbrücke der Bestandsstrecke abgerissen und durch eine baugleiche Stabbogenbrücke ersetzt.